Also willkommen zur Seeplot-Session. Seeplot ist ja auch ein Sponsor von diesjährigen Tuna Day Österreich und darf natürlich ein Vortrag darüber nicht fehlen. Wer von euch hat schon mal mit Seeplot gearbeitet? Wer kennt es zumindest schon? Wer weiß nicht mal, was es ist? Okay, sehr gut. Kurz zu mir, wer Eve's Session verpasst hat, ich bin Tuna Lead Designerin, ich bin selbstständig seit 7 Jahren mit Coolcat Creations, der ehemalige Geschäftsmann der Designbänke, vielleicht jemand gehört, und ich komme aus Nürnberg. Hier ist mein Mikrofon stehen. Okay, danke Yves. Ich komme aus Nürnberg und ich bin Diplom-Kommunikationswirtin. Mit Joomla arbeite ich seit über 11 Jahren und mit Seeplot seit über 8 Jahren ungefähr. So, irgendwie geht es nicht weiter. Was? Sorry. Was ist Seeplot? Das ist ein Content Construction Kit. Das heißt, dass die ganze Eingabe von einem Beitrag, die wird nicht im Editorfeld gemacht, sondern einfach in einzelne Felder aufgeteilt. Und das, was man in den einzelnen Feldern eingibt, wird dann wiederum im Ausgabelayout ausgegeben. Das macht das System halt sehr einfach von der Eingabe, weil wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Slideshow bearbeitet, dann lädt man ein Bild hoch und einen Titel und hat kein Editorfeld. Oder ein guter Einsatzzweck ist zum Beispiel Stellenanzeigen. Dann gibt man ein, das Gehalt, das ist der Stellentitel, das sind die Anforderungen. Man muss nicht immer die gleiche Struktur im Editor nachverfolgen, sondern kann sich das dann zusammenbauen. Das Besondere an Seeplot ist, dass es sich in Joomla integriert, also es verändert die Ansicht von den Artikeln. Das kann für manche ein Vorteil sein oder für manche auch ein Nachteil. Es werden keine Core-Dateien verändert. Das war früher mal so, aber das wird alles über Plugins gesteuert. Was auch noch gut ist, ist, Inhalte können über das Frontend verwaltet werden und viele Extensions können durch Seeplot ersetzt werden. Also man könnte zum Beispiel mit Seeplot eben eine Slideshow verwirklichen oder eine spezielle Suche. Man kann Userfelder erweitern und so weiter. Die Session ist eigentlich darüber, um euch einen Überblick zu verschaffen, wie Seeplot funktioniert. Ich zeige euch das Layout von Seeplot und wo man was machen kann. Weil auf den ersten Blick, wenn man sich das installiert, wirkt es sehr verwirrend. Und wenn man aber erstmal weiß, wo man was findet, ist es viel einfacher zu nutzen. Wenn man Seeplot installiert hat und die normale Artikel-Eingabemaske aufmacht, sieht man sofort, dass das Layout ganz anders aussieht als die Standardausgabe von Joomla. Also es sieht jetzt standardmäßig so aus. Wichtig nochmal zu sagen, es verändert keine Core-Dateien. Wenn ich dann in die Komponente reingehe und sehe ich eine Übersicht von vorgefertigten Content-Typen. Content-Typen sind eben Artikeleingaben, Kategorien und so weiter. Auch das User-Formular kann ich dort finden und ich kann die vorgegebenen Formulare verändern. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen von hinten. Ich habe jetzt hier das Artikelformular aufgemacht und unten habe ich ein Feld eingefügt, Video einbinden, YouTube. Also ich habe das normale Eingabeformular erweitert durch ein Feld, was ich auf dieser Seite speziell gebraucht habe, und zwar ein Einleitungsvideo. Das Kontrollzentrum von Seeplot schaut so aus. Und wenn man mit einem Seeplot-Projekt anfängt, ist es immer ratsam, erstmal einen App-Folder anzulegen. Ein App-Ordner hat eigentlich nichts mit Apps an sich zu tun, sondern ist einfach nur da, um das Projekt zu strukturieren. Und wenn man da jetzt zum Beispiel im Kontrollzentrum auf den App-Folder draufklickt, geht man auf Neu und kann dann
der Anwendung, die man eben baut, einen Titel geben, zum Beispiel mein Kontaktformular oder so. Unter 2 wählt man dann aus, unter welchem Elternelement diese App gespeichert wird. Unter App Root wählt man aus, ob diese App später exportiert werden kann. Unter 4 wählt man aus, also Featured, ob das als Vorlage genutzt werden kann später. Und unter 5, 6 und 7 wählt man aus, wie das dann in der Übersicht angezeigt wird. Na, unter 6 nicht. Also unter 5 und 7 kann man dann ein eigenes Icon festlegen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier eine App Jobangebote und da sieht man das dann in der Liste. Das ist jetzt erstmal nur ein Ordner, in dem man später alle Content-Typen einfügt. Vorne seht ihr so einen Download-Pfeil. Darüber kann man dann, wenn man fertig ist, die Anwendung exportieren und in andere Webseiten einbauen. Auf der anderen Webseite muss natürlich Joomla mit Cplot installiert sein. Und wenn ich mir einmal die Mühe gemacht habe, ein richtig aufwendiges Kontaktformular zu bauen, kann ich das hier exportieren und auf einer anderen Seite wieder importieren. Und vorhin habe ich ja gezeigt, dass man ein Artikelformular selbst bearbeiten kann. Man kann auch ein komplett eigenes Formular anlegen. Das macht man bei den Formular- und Inhaltstypen. Dazu geht man in diesem Form- und Content-Type-Manager auf Neu. In dem Fall, erstelle ich einen komplett leeren Inhaltstyp. Sorry, die Animation geht einfach weiter. Und dann kann ich einen komplett leeren Inhaltstypen anlegen. Ich gebe oben bei 1 ein, eben auch zum Beispiel mein Kontaktformular und bei App-Folder gebe ich an, also den Folder, den ich vorhin angelegt habe. Kontaktformular oder wie vorhin beim Beispiel Jobangebote. Das speichere ich erstmal. Das Speichern bewirkt, dass die Felder, die ich später anlege, alle diesem Content-Typen automatisch gleich zugeordnet werden. Und jetzt kommen wir jetzt zu diesem Überblick. Wir haben hier 4 Tabs am Anfang: Admin, Siteform, Intro und Content. Bist du eigentlich ein Laserpointer? Bist du? No. Okay. Also Adminform, Siteform, Intro und Content. Die haben alle eine eigene Bedeutung und jedes von diesen ersten 4 Tabs hat jeweils 3 Einstellungsmöglichkeiten. Also wichtig ist jetzt erstmal der linke Bereich und für den linken Bereich gibt es immer einen von den 3 Einstellungsmöglichkeiten. Der erste Tab war Admin. Da stelle ich ein, was im Backend für Eingabefelder möglich sind. Und für den Admin gibt es dann eben Konfigurationsmöglichkeiten, welche Nachricht erscheint, nachdem ich meinen Beitrag gespeichert habe, was passiert, wenn jemand keinen Zugang eigentlich hat zu diesem Formular, wie wird die Validierung gemacht. Das Wichtigste ist in dem Bereich die Feldoption, da füge ich ein, welche Felder genutzt werden können, auf welchen Positionen diese Felder stehen und welche Aktionen diese Felder machen können. Dazu komme ich dann noch. Dann gibt es Zeit. Das ist auch eine Eingabe, aber das ist die Eingabe im Frontend. Das heißt, ich kann mit Cplot unabhängig Admin-Eingaben machen, aber auch Frontend-Eingaben. Ich kann auch Gäste auf der Seite eigentlich Eingaben machen lassen. Da kann ich die Restrictions so steuern, dass man nicht mal Editor sein muss, um dort eine Eingabe zu machen. Das ist für Kontaktformulare ganz gut. Und auch da gibt es wieder Konfiguration, Felder und es gibt noch die Template-Ausgabe. Dann gibt es den Tab Intro. Das ist für die Kategorie Blog-Ansicht ganz gut. Da kann ich dann eingeben, welche Felder ausgegeben werden. Also ich habe vorhin festgelegt, was habe ich für Eingabefelder. Im Intro-Bereich kann ich dann sagen, was gebe ich aus, wem gebe ich es aus und wie gebe ich es aus.
Und das Gleiche gilt dann auch für den Content-Bereich. Die kann ich dann unabhängig davon voneinander einstellen. Content-Bereich ist die Artikel-Detailansicht. So. Wenn ich jetzt einen neuen Content-Typen anlege, ist der erstmal komplett leer. Ich kann natürlich auch auf Vorlage von dem Artikel einen anlegen, aber vorhin haben wir angefangen, einen komplett leeren anzulegen. Und dazu gehe ich auf dieses kleine Plus-Symbol. Es gibt noch das Schloss links vom Plus-Symbol. Wenn ich auf dieses Schloss klicke, entsperre ich die Zuweisung zur App und kann ein globales Feld anlegen. Lasse ich das Schloss geschlossen, das ist der Standard, wird das Feld dann automatisch diesem Content-Typ zugefügt. Das sieht dann so aus. Ich habe eine Eingabemaske, vergebe meinen Titel fürs Feld. Name ist eigentlich der Alias, der wird automatisch generiert. Ich gewöhne mir immer an, auch den App-Namen davor nochmal reinzuschreiben. Das erzeugt ein bisschen mehr Ordnung bei den Apps. Und unter Typ kann ich den Feldtypen einstellen. Es gibt ganz viele verschiedene Feldtypen. Es gibt Text, es gibt zum Beispiel Down-Felder, es gibt Bild-Upload, Medien-Upload. Es gibt ganz viele verschiedene Feldtypen. Hier unter 4 wird automatisch ein Datenbankfeld angelegt. Jetzt hier habe ich meinen Feldname. Wenn ich auf Speichern drücke, wird es automatisch damit gefüllt. Und das wird dann in der Seeplot-Datenbank gespeichert. Was ich hier aber noch machen kann, ist, ich klicke auf diesen blauen Doppelpfeil und kann dann ein Joomla Storage auswählen und sagen, das, was ich jetzt hier als Feld anlege, möchte ich bitte im Alias speichern, ich möchte es im Titel speichern oder in der Kategorie-ID. Das ist zum Beispiel ganz gut, wenn man ein Eingabefeld macht, wo man nur Zugriff auf bestimmte Kategorien erstellen möchte. Und dann sagt man, der User kann wählen zwischen grünen Autos, roten Autos, gelben Autos. Das ist die und die Kategorie-ID. Und dann hat er nicht die ganze Kategorieliste, sondern wählt aus diesen drei Kategorien einfach nur aus, wo der Beitrag gespeichert. Da sieht man nochmal die Storage-Optionen, was man alles auswählen kann. Access, Alias, Asset-ID, Cat-ID, die Liste geht noch viel weiter runter. Dann gibt es noch die magischen Zahlen. Also, das ist halt bei Seeplot so, man muss überall draufklicken, um herauszufinden, wo was versteckt ist. Das ist halt nicht auf Anhieb intuitiv. Es gibt auf der Seitenleiste diese Zahlen und die bedeuten immer ein bisschen was anderes. Wir waren ja jetzt beim Anlegen von Feldern. Und da ist zum Beispiel die erste Zahl, die 1, sind Feldvariationen. Bei den Feldvariationen kann man einstellen, dass zum Beispiel ein Feld versteckt ist, hidden, oder nur read-only ist. Unter der 2 verstecken sich Live-Values. Live-Values, mit denen kann man zum Beispiel den aktuellen User ziehen und abhängig von dem User 4 Werte reinschreiben. Oder es gibt verschiedene Plugins, die bei Seeplot auch erhältlich sind, die dann nochmal andere Live-Values oder Live-Optionen ermöglichen. Unter dem Punkt 3 ist required in validation. Das ist halt, man kann einstellen, welche Felder unbedingt ausgefüllt werden müssen oder welche Validierungsoption genutzt wird. Unter dem Punkt 4, Access and Restriction. Das ist ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Hier habe ich bei einem Kunden eingestellt, dass dieses Feld zum Beispiel nur für den Chef zugänglich ist. Oder es gibt einen Lebenslaufgenerator, den haben wir in der Testfunktion nur für die freigeschaltet, die den testen sollten eben.
Dann gibt es Conditional States and Computation unter der Nummer 5. Hier kann ich einstellen, dass ein Feld aufgrund von einem anderen Feld ein- oder ausgeblendet wird oder aktiviert wird, getriggert wird oder eine bestimmte Klasse erhält. Man kann ein Formular dadurch viel übersichtlicher machen. Kleines Beispiel, zum Beispiel, man wählt zum Beispiel erst aus Autos, Fahrräder, Motorräder, und sobald man das ausgewählt hat, bekommt man eine Liste von Automarken, Fahrradmarken, Motorradmarken. Und nicht alles auf einmal. Unter dem Punkt 6 versteckt sich Markup und Markup-Class. Hier kann ich zum Beispiel sagen, dass um das Feld herum in der Eingabe kein Markup dargestellt wird. Und unter Markup-Klasse kann ich eine eigene Klasse festlegen. Wenn ich zum Beispiel mit Bootstrap arbeite, kann ich hier einfach CollLG 12 reinschreiben oder 6 und dann nimmt es diese Klasse an, das Feld. Wenn ich einen Formelkontentyp angelegt habe, erscheint er dann, wenn ich auf bei Inhalt Beiträge auf Neu klicke, in einem Pop-up. Hier habe ich einmal ein, das ist vom letzten Workshop letztes Jahr. Ich glaube, du warst da, oder? Du warst auch da, ja. Letztes Jahr in Wien haben wir zusammen einen Workshop gemacht, mit den Superhelden. Und da erscheint jetzt hier zum Beispiel der Content-Typ Superheld. Ich möchte hier einen Superhelden anlegen. Und wenn ich dann diesen Beitrag ausgefüllt habe und dann im Frontend anzeigen möchte, dann sieht es erstmal ziemlich leer aus, weil... müsste ich jetzt nochmal komplett zurückgehen. Erinnert euch vielleicht, beim vierten Tab gab es den Content-Tab. Und in diesem Content-Tab muss ich dann die Felder reinziehen, die ich anzeigen möchte. Und auch da gibt es wieder die magischen Zahlen, die ein bisschen anders sind als bei der Feldeingabe. Also beim Punkt 1 ist das Label und Variation zum Beispiel. Da kann ich, wenn ich hier Clear reinschreibe, wird das Label vom Feld entfernt. Wenn ich gar nichts reinschreibe, wird der Feldname genommen. Oder ich kann aber auch, wenn ich hier etwas anderes reinschreibe, selbst ein anderes Label festlegen. Unter Punkt 2 ist Link und Typografie. Da kann ich dann, wenn ich den Artikeltitel habe im Artikel, den Titel zum Content verlinken, oder ich kann auch, es kommt halt darauf an, welche Ansicht ich genau haben möchte, ich kann auch einen Löschen-Button einfügen oder zum Formular verlinken, je nachdem. Dann gibt es wieder Markup und Markup-Klasse, das, was ich vorhin gesagt habe. So wie ich es in der Eingabe manipulieren kann, kann ich es auch in der Ausgabe manipulieren und eigene Klassen hier hinzufügen. Hier ist seit ungefähr CBlock 3.7 eine Unterzeile hinzugekommen. Wenn man ein Override angelegt hat, dann erscheint hier in der Unterzeile der Pfad zum Override. Kennt jeder Joomla Overrides? Kennt jemand die Overrides nicht? Okay, also man kann für CBlock auch Overrides anlegen und man legt halt jeweils ein Override für jede Position an. Zum Beispiel Mainbody PHP, und dann kann man dann seinen eigenen Code einfügen. Dann gibt es unter Punkt 4 Access and Restriction. Hier kann ich dann festlegen, wer sieht das Feld eigentlich. Oder unter welchen Umständen wird das Feld angezeigt. Und ja, das ist jetzt ein Beispiel vom letztjährigen Workshop. Da hat man dann die Ausgabe angepasst. Und die Felder werden dann an ihrer entsprechenden Position ausgegeben. Also wir haben hier ein Bildeingabefeld, wir haben hier einen Beschreibungstext, ein Feld mit dem Erscheinungsjahr, ein Feld mit wie viele Auftritte, ein Feld, wie viele Fähigkeiten dieser Superheld hat. Und ich kann das Layout vollständig steuern. Und zusätzlich zu den Formen-Content-Typen gibt es Listen- und Suchtypen.
Da kann ich dann auch komplett eigene Suchtypen erstellen. Und auch hier haben wir wieder dieses Tab-System. Wie das gleiche, die Tabs auf der linken Seite haben jeweils Konfiguration, Felder und Template. Im ersten Tab stellen wir die Suche ein, welche Suchfelder haben wir und welche Abgleichkriterien werden hier eingestellt. Unter Ordering wird eingestellt, in welcher Reihenfolge die Liste ausgegeben wird. Und dann gibt es noch zwei Tabs, Liste und Item. Das kommt darauf an, welches Template man nutzt, ist eins von beiden aktiv und man kann hier dann die Ausgabe von der Suchliste festlegen. Auch hier gibt es wieder die Zahlen. Unter der 1 verbirgt sich Label und Variation. Ups. Unter der 2 haben wir wieder Live-Values. Hier können wir zum Beispiel bei der Suche abhängig vom Nutzer Einstellungen vornehmen oder abhängig von der Seite, auf der man sich gerade befindet. Unter 3 sind die Abgleichkriterien. Das ist eigentlich das Wichtigste bei der Suche. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe im Postleitzahlenbereich, dann möchte ich vielleicht nicht exakt diese Postleitzahl suchen, sondern nur beginnend mit. Oder es gibt auch eine Radiussuche, ein höher als, kleiner als und so weiter. Und unter 4 wieder Access und Restriction. Also man kann jedes Feld bestimmen, ob das jetzt für Gäste angezeigt wird oder registrierte Nutzer oder für wen das überhaupt angezeigt wird. Und auch wieder die Conditional States, die Einblendung oder Ausblendung von Feldern je nach anderen Feldern. Und die Markup-Klasse, wie vorhin, kann man wieder die Felder von der Ausgabe bestimmen. Dann gibt es noch die Ausgabe von der Suchliste. Ich zeige später Beispiele, da wird das alles ein bisschen klarer. Auch da gibt es wieder die Zahlen. Label und Variation. Link und Typografie, da kann ich zum Beispiel sagen, dass ein Bild in einem Pop-up aufgeht. Also es gibt ein Image-Variationsfeld oder dass ein Text fett ausgegeben wird oder ich kann eigenes HTML angeben. Und wieder die Markup-Klassen und auch wieder Access und Restriction. Und für die Suche lege ich dann einen eigenen Menüpunkt an und kann dann eine individuelle Suche darstellen. Also hier habe ich oben die Suchfelder, die ich angelegt habe und hier habe ich die Ausgabe. Die Listen- und Suchtyp ist natürlich mit dem Formen-Content-Typ verbunden. Also ich lege erst einen Formen-Content-Typ an, hier in dem Beispiel waren es Stellenanzeigen und im Listen- und Suchtyp lege ich eine Suche zu diesem Formen-Content-Typ an. Genau. Ich würde gerne noch ein paar Live-Beispiele zeigen, aber dazu würde ich bitten, die Kamera auszuschalten.